Seit dem 1. März gibt es das neue Förderprogramm für den klimafreundlichen Neubau vom Bauministerium. Und ich weiß noch genau, als wir es vorgestellt haben, haben einige gesagt, naja, das sind ganz schön ambitionierte Klimaschutzstandards. Wer weiß, ob das dann überhaupt vom Markt angenommen wird. Und heute sehen wir, das wird sehr gut angenommen. Zum einen so gut angenommen, dass wir eine überplanmäßige Ausgabe beantragt haben beim Bauministerium, jetzt beim Finanzministerium jetzt 888 Millionen Euro mehr haben für die Förderung von Neubau. Und für mich auch sehr interessant, wir haben ja zwei unterschiedliche Förderklassen. Das eine ist EH40 klassisch und das andere unser QNG-Siegel. Und in der Tat, 47% aller Bauherren entscheiden sich für das noch ambitioniertere Qualitätssiegel. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen. Dieses Förderprogramm wird natürlich ergänzt durch andere Programme, die neu sind. Ich erwähne hier zum Beispiel das Programm des Bauministeriums, was es seit letztem Jahr gibt zur Gründung von Genossenschaften, was wir neu aufgelegt haben, erstmalig. Und heute hier geht es darum, dass wir Familien unterstützen wollen, die Eigentum bilden. Wir haben ja gesehen, im letzten Jahr sind die Bauantragszahlen sehr unterschiedlich entwickelt gewesen. Das heißt, wir haben einen ganz kleinen Plus gesehen bei Mehrfamilienhäusern, aber einen massiven Rückgang auch natürlich bei den Einfamilienhäusern. Und das eine ist sicherlich der psychologische Effekt gewesen, durch die allgemeine Verunsicherung. Aber das andere war sicherlich ganz erheblich, nämlich der Zinssprung, der historisch ja selten in dieser Geschwindigkeit von einer sehr langjährigen Niedrigzinsphase nach oben geschnellt ist. Das hat natürlich sehr viele Kalkulationen auch von Familien über den Haufen geworfen. Und hier setzt diese neue Förderung an. Wir bieten einen zinsverbilligten Kredit an in Höhe von 140.000 bis 240.000 Euro. Das ist auch abhängig von der Frage des klimafreundlichen Niveaus. Und es orientiert sich an einem Bruttojahreseinkommen, was zu versteuern ist, von 60.000 Euro. Und damit können wir 75% der Haushalte in Deutschland fördern. Und das Spannende ist ja, wie ist dann das Zinsniveau? Und wir schaffen es zurzeit, das Zinsniveau zu reduzieren auf 1,25%. Das dürfte eine sehr erhebliche Unterstützung auch für die einzelnen Haushalte sein. Das ist dann auch ein Barwert in der Förderung durch diese Zinsverbilligung, der deutlich über dem liegt, was an Baukindergeld geflossen ist. Und der systematische Unterschied ist, wir fördern erst, nämlich am Anfang des Projektes und nicht erst am Ende, wenn man eingezogen ist. Und ich werde dieses Programm am 1.6. starten. Und durch die Verstärkung der Mittel ist auch garantiert, dass es bis zum Ende des Jahres durchlaufen kann. Und wir werden das auch regelmäßig monitoren, wie der Abfluss der Mittel ist und Ihnen auch Bericht erstatten, wie hoch die Zugriffszahlen sind. Und ich glaube, dass dieses Programm sehr gut nachgefragt werden wird, auch wie auch das andere, was wir zum 1. März gestartet haben. Wir haben uns ein bisschen orientiert an den Durchschnittseinkommen der Antragsteller beim Baukindergeld. Die lagen unter diesen 60.000. Wir haben seitdem natürlich einige Entwicklungen auch in den Einkommen gesehen. Deswegen haben wir die 60.000 angesetzt und die Angaben aus wie sozusagen die Durchschnittseinkommen sind, die sind statistisch verfügbar. Momentan haben wir einen sehr starken Einbruch, was gerade die Bauanträge von Ein- und Zweifamilienhäusern anbelangt. Das ist der klassische Bereich, wo Familien selber bauen. Und das ist auch kein Geheimnis. Das haben wir aber auch noch mal durch Umfragen herausbekommen. Was ist eigentlich der Grund, warum Sie jetzt zögern, ihren Wunsch zur Eigentumsbildung umzusetzen? Und das eine, was viele sagen, ja, die Situation ist unsicher, gerade natürlich auch mit der außenpolitischen Entwicklung. Da kann jetzt das Bauministerium wenig tun. Das andere ist, dass die Menschen sagen, ja, ich hatte eine ganz andere Kreditkalkulation. Die Raten für mich waren einfach noch vor einem Jahr stemmbar, jetzt nicht mehr. Und da kann man natürlich mit einer Zinssubvention deutlich ansetzen. Also Letzteres ist natürlich spekulativ. Wir beobachten natürlich alle unsere Förderprogramme sehr intensiv und machen die Mittelbewirtschaftung so, dass die Programme stabil durchlaufen. Das war mir immer sehr, sehr wichtig. Deswegen kann man das noch nicht sagen, aber wir werden sicherlich nach den ersten 6 Wochen auch Resümee ziehen und Ihnen die Zahlen zur Verfügung stellen. Und ansonsten ist es so, wenn Sie sich die Siedlungsstruktur in Deutschland angucken, in der Tat das klassische Einfamilienhaus, das werden Sie selten in Berlin-Mitte
finden. Da haben sie dann eher die Eigentumswohnung. Und da, wo ich herkomme aus Brandenburg, da neigen die Familien dazu, sich dann tatsächlich ein Haus zu bauen. Also es wird sehr klimafreundliches Wohneigentum gefördert. Und das andere, Baukindergeld hat anders funktioniert. Das war ja ein Zuschuss, den man bekommen hat, nachdem man eingezogen ist. Und wir setzen ja vorne an, also bei der Finanzierung der Eigentumsbildung. Insofern dient das am Ende alles der Eigentumsbildung von Familien. Wie sie das nennen, ist dann sozusagen ihre Sache. Der Standard, der gefördert wird, ist EH40 bzw. EH40 mit dem Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude. Das heißt, es ist natürlich eine Betonung auch, dass es sehr klimafreundliche Eigentumsförderung ist, weil wir wissen ja, die Häuser, die dieses Jahr gebaut werden, die nächstes Jahr gebaut werden, die stehen locker 80, 90, 100 Jahre. Da lohnt sich das natürlich auch, in hohe Standards zu investieren. Wir haben ja begonnen mit 1,1 Milliarden für die Neubauförderung, das heißt im mehrgeschossigen und im Bereich dieser Eigentumsförderung. Und diese Mittel haben wir jetzt auf fast 2 Milliarden erhöht. Deswegen sind es mindestens 350 Millionen, die zur Verfügung stehen. Das können natürlich am Ende auch mehr sein. Also ich bin ja in der Sache sehr pragmatisch, aber in den Verfahren der Gesetzgebung bin ich sehr pedantisch. Und ich glaube, eine ruhige Gesetzgebung, die auch die formalen Abläufe einhält, ist wirklich auch ein Qualitätsbeitrag. Und genau das passiert hier auch. Der Gesetzentwurf geht jetzt in die Frühkoordinierung, dann in die Ressortbeteiligung. Da gibt es dann natürlich noch Hinweise der befreundeten Häuser. Und dann geht er in die Verbändebeteiligung. Das passiert jetzt. Und die Verbände werden auch orientiert, dass es innerhalb der Bundesregierung noch Fragezeichen an der einen oder anderen Regelung gibt. Und dafür machen wir auch eine Verbändebeteiligung. Mir ist auch wichtig, dass sie nicht von heute auf morgen passiert, sondern dass die Verbände ganz wirklich sich in Ruhe mit dieser wegweisenden Neuerung beschäftigen können. Und dann werden wir auch in Ruhe diese Hinweise auswerten. Und dann wird der jetzige Entwurf natürlich anders aussehen als der, den wir dann ins Gesetz geben. Deswegen ist es so, das Bundesfinanzministerium hat zugestimmt, dass wir jetzt diese Verbändebeteiligung starten können. Und natürlich wollen wir besser werden durch die Einbeziehung der Verbände und der Länder. Und dann geben wir das Ganze ins Kabinett. Wir sind ja momentan in einem Bereich, wo wir sehr, sehr viel Veränderung, sehr viel Transformation gestalten müssen. Das ist etwas, was eigentlich der menschlichen Natur mal ein bisschen zuwiderläuft. Wir haben uns alle an unsere Sachen gewöhnt und Veränderungen sind immer erstmal etwas, was man prinzipiell nicht gut findet. Aber wir haben uns natürlich auch an Sachen gewöhnt, die gar nicht mehr zutreffen. Zum Beispiel, dass Gasheizungen die billigste Art und Weise sind, zu heizen. Und natürlich wird auch die Versorgung mit Wärme, wenn sie sich ändert, andere Anforderungen an die Städte stellen. Als ich klein war, stand auf den Mülltonnen immer, bitte keine heiße Asche einfüllen. Und wenn wir dann Westbesuch hatten, haben die sich immer gewundert, warum bei uns auf Mülltonnen stand, dass man keine heiße Asche einfüllen sollte, weil die hatten jetzt nicht überall eine Kohleheizung. So. Das war damals eine wichtige kommunale Infrastruktur. Wenn alle geheizt haben, musste man sich fragen, wie kommt das Kohleauto an den Keller und wie kommt die heiße Asche weg? Wenn jetzt relativ viele anfangen, mit Strom zu heizen über eine Wärmepumpe, ist bei der Erschließung eines neuen Baugebietes auf einmal ganz, ganz wichtig, wie viel Potenzial ist da eigentlich an Strominfrastruktur. Deswegen muss die Kommune in Zukunft viel mehr als bisher wissen über die Kapazitäten der Stromleitungen. Deswegen brauchen wir eine kommunale Wärmeplanung. Das sind alles Prozesse, die wir jetzt erleben, weil der Klimawandel real erlebbar wird. Das ist jetzt nicht mehr so eine abstrakte Nummer, sondern das sehen wir jeden Sommer, das sehen wir, wenn wir in die Flüsse gucken. Und auch die Bekämpfung des Klimawandels ist jetzt nicht mehr abstrakt getan, sondern führt in ganz vielen Bereichen unseres Lebens zu Veränderungsprozessen. Und das führt natürlich auch zu Konflikten in der Gesellschaft. Und diese Koalition handelt diese Konflikte auch ein Stück weit stellvertretend für die Gesellschaft aus. Die Alternative dazu wäre, zu sagen, wir haben weiterhin das Klimaziel, aber alle Maßnahmen, die irgendwie diskussionsbedürftig sind, die verschieben wir mal auf 2030, dann haben die immer noch 10 Jahre Zeit, das zu machen. Das halte ich nicht für den besseren Weg. Das Gesetzgebungsverfahren zum GEG ist innerhalb der Bundesregierung beendet. Deswegen ist der Spielball jetzt im Parlament und da steht es mir nicht an, dem Parlament zu sagen, was sie wie schnell und wie langsam machen soll. Das Bauministerium steht natürlich immer für sämtliche Fragen und Beratungen zur Verfügung, aber die Frage, wann wer was im Deutschen Bundestag bespricht, das machen die Fraktionen untereinander. Fernwärme ist ein ganz wichtiger Beitrag auch zur Wärmewende, weil das natürlich auch noch große Potenziale, besonders in den Innenstädten hat. Das sieht man in Ostdeutschland, haben wir einen viel höheren Anteil an Fernwärme.
aber natürlich auch im ländlichen Bereich werden Nahwärmenetze eine große Rolle spielen. Und wir haben jetzt auch noch sehr viel Abwärme, die ungenutzt einfach da ist und verpufft. Und das ist natürlich sinnvoll, dass man erstmal in so einer Wärmeplanung eine Potenzialanalyse hat. Was habe ich an Rechenzentren, was habe ich an Industrie, die Wärme produziert, was habe ich aber auch natürlich an großen Verbrauchern. Und das wird in vielen Bereichen noch dazu führen, dass wir Wärmequellen entdecken, deren wir jetzt uns überhaupt noch nicht bewusst sind, zum Beispiel Abwasserwärme, die man dann auch über Abwasserwärmepumpe nutzbar machen kann, um ganze Stadtquartiere zu beheizen zum Beispiel. Das gibt jetzt natürlich schon Bereiche, das ist ganz normal in vielen Städten, dass es im Bereich der Fernwärme einen Anschlusszwang gibt. In der Regel ist das aber dann nicht sofort, sondern wenn der Heizungstausch passiert. Und das alles sind alles Sachen, die wir miteinander besprechen werden. Aber Investitionssicherheit für die Privaten ist ein sehr hohes Gut. Das heißt, niemand, der sich jetzt eine Wärmepumpe einbaut, der wird gezwungen, die in 5 Jahren auszubauen, wenn es da Fernwärme gibt. Deswegen ist die Verknüpfung zwischen Wärmeplanung und GEG so wichtig, dass die Menschen wissen, okay, ich bin in einem Bereich, wo zum Beispiel eine zentrale Wärmeversorgung geplant wird. Darauf kann ich mich einstellen und dann gibt es auch eine Übergangsfrist zum Beispiel für den Einsatz von fossilen Heizungen, bis dann die zentrale dekarbonisierte Wärme da ist. EH40 als gesetzliche Neubaupflicht, wie ja 2025 im Koalitionsvertrag angedacht. Es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich ja einen neuen Standard setze, ohne jegliche Förderung, oder ob ich sage, ich gebe jemandem, der vorhat, ein Haus zu bauen, eine Unterstützung, damit er auch noch eine größere klimafreundliche Ausführung seines geplanten Hauses schafft. Also das ist genau die Debatte, die wir führen müssen. EH55, da sagen viele Fachleute, die eingesparte Energie ist in einem sinnvollen Verhältnis zu dem, was ich dann auch ausgeben muss für den EH55-Dämmstandard. Und bei EH40 ist es dann halt nicht mehr so, dass es sich von alleine rentiert. Da wird man dann, wie in unserem Fall jetzt bei der Förderung für Familien, noch zufördern müssen. Aber bei einem Standard, einem gesetzlichen Standard, gibt es natürlich keine Grundförderung mehr, weil man kann natürlich Menschen kein Geld dafür zahlen, dass sie sich ans Gesetz halten. Und demzufolge ist es ein Riesenunterschied, ob ich sage, ich habe ein Förderziel, eine besonders hohe Qualität und Standard und gibt dir dafür Geld oder ob ich einen neuen gesetzlichen Standard einführe.